Hallo und willkommen zum zweiten Teil Graphen der Winkelfunktionen. Nach diesem Video kannst du den Graphen der Sinusfunktion, der Kosinusfunktion und der Tangensfunktion zeichnen. Und du kennst die Definitionsmenge, die Wertemenge, die Periodendauer und die Nullstellen der jeweiligen Funktion. Beginnen wir mit der Sinusfunktion. Falls du das erste Video nicht gesehen hast, möchte ich dich an dieser Stelle dazu ermutigen, es nachzuholen. In dem Video lernst du, dass der Graph der Sinusfunktion so aussieht. Nun fragen wir uns nach der Definitionsmenge, der Wertemenge, der Periodendauer und der Nullstellen. Pausiere nun das Video und fülle die Lücken selbst. Falls du diese Begriffe nicht kennst, empfehle ich dir, das Arbeitsblatt Funktionen durchzuarbeiten. Die Definitionsmenge sind die reellen Zahlen. Die Wertemenge sind die Zahlen zwischen minus 1 und 1. Ich habe hier eine Periode gelb gekennzeichnet und eine weitere grün. Die gelbe Periode geht von 0 bis 2π, die grüne Periode von 2π bis Pi. Jede Periode ist 2π-Rad lang. Eine Periodendauer ist somit 2π-Rad. Die Nullstellen sind hier rot gekennzeichnet. Sie befinden sich an den Stellen k mal Pi für k Element aus den ganzen Zahlen. Kommen wir zur Kosinusfunktion. Pausiere nun das Video und erzeuge den Graphen der Kosinusfunktion, so wie wir es im ersten Video getan haben. Fülle anschließend die Lücken aus. Der Graph der Kosinusfunktion sieht so aus. Die Definitionsmenge sind die reellen Zahlen. Die Wertemenge geht von minus 1 bis 1. Hier habe ich ebenfalls eine Periode grün gekennzeichnet. Die Periodendauer ist wieder 2π-Rad. Die Nullstellen befinden sich an den Stellen Pi halbe plus k mal Pi für k aus den ganzen Zahlen. Das heißt hier, 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 hier und so weiter. Die Kosinusfunktion geht aus der Sinusfunktion durch eine Verschiebung hervor. Hier ist die blaue Funktion eine Sinusfunktion und die rote Funktion eine Kosinusfunktion. Die Funktionsgleichung für die Sinusfunktion findest du hier. Mit einem Schieberegler verschieben wir die blaue Funktion. Sie geht so in die rote übrig. Sinus von x wird um Pi halbe nach links verschoben. Kommen wir zur Tangensfunktion. Tangens von x ist gleich Sinus von x durch Cosinus von x. Die Definitionsmenge sind die reellen, pausiere das Video zuerst und fülle die Lücken aus. So, nun aber, die Definitionsmenge sind die reellen Zahlen ohne die Stellen, an denen der Nenner 0 ist, also Cosinus von x gleich 0. Das sind die Stellen, an denen wir Nullstellen haben für Cosinus von x. Also die Definitionsmenge sind die reellen Zahlen ohne die Menge Pi halbe plus k mal Pi für alle k Element aus z. Das heißt, alle die reellen Zahlen ohne diese Punkte, diese Stellen. Die Wertemenge sind die reellen Zahlen. Eine Periode ist Pi-Rad lang. Die Nullstellen habe ich hier gelb gekennzeichnet. Sie befinden sich an den Stellen k mal Pi-Rad, k-Element aus z. Die Polstellen sind blau gekennzeichnet. Sie befinden sich an den Stellen Pi halbe plus k mal Pi für alle k aus den ganzen Zahlen.
Vielen Dank fürs Mitmachen.